kognitive und dissoziative Dosierung. Im Vergleich zu DMT, dessen Gebrauch sowohl in der wissenschaftlichen Forschung, besonders durch die Arbeiten von Rick Stressman, als auch in der Untergrund-Internet-Literatur ausführlich untersucht und dokumentiert wurde, gibt es zur Dosierung von 5-Meo-DMT nur dürftige Informationen. Wie ich am Anfang dieses Essays ausführte, gibt es möglicherweise einen speziellen historischen Grund für den Mangel an Forschung zu dieser Substanz. Bei pharmakologischen Forschungen an Tieren ist es üblich, die minimal wirksame Dosis, Klammer auf ED50, Klammer zu, einer bestimmten Substanz zu messen oder zu schätzen. Diejenige Dosis, bei der eine Reaktion bei 50% der Versuchstiere beobachtet werden kann, sowie eine tödliche Dosis, Klammer auf LD50, Klammer zu, die Menge, bei der 50% der Tiere im Experiment sterben. Die äquivalenten für Menschen toxischen Mengen dieser Droge werden dann im Verhältnis zum Körpergewicht durch Extrapolation geschätzt. Bei den psychoaktiven Substanzen liegt die Gefahr exzessiver Dosierung nicht im physiologischen Kollaps oder Tod, Klammer auf, solange die verwendeten Drogen frei von Verunreinigungen sind, Klammer zu, sondern in der psychischen Dissoziation. Man ist sich einerseits der eigenen Körperhaltung und Gesten, Laute und verbalen Äußerungen nicht bewusst, andererseits ist man mehr oder weniger vollständig von der Wahrnehmung der eigenen Umgebung abgekoppelt. In meinem Buch Raum des Geistes, Strom der Zeit, 2012, habe ich darauf hingewiesen, dass dissoziative und verengte Zustände mit Psychedelika auftreten können, wenn die Dosis für das Individuum zu hoch ist, sodass die verstärkten Empfindungen und Wahrnehmungen nicht integriert werden können, obwohl psychedelische Zustände typischerweise durch eine enorme Zunahme mentaler und visueller Vorstellungen gekennzeichnet sind, das heißt durch Bewusstseinserweiterung. Es ist wichtig zu verstehen, dass sich dissoziative Zustände, die mit einer tiefgreifenden Loslösung von der Raum-Zeit-Realität verbunden sind, stark vom klassischen, psychoseähnlichen Bad Trip unterscheiden, der durch Verwirrung, Verängstigung, seltsame Empfindungen und verzerrte Wahrnehmung gekennzeichnet ist. Dissoziativ sind Erfahrungen, die nicht erinnert oder beschrieben werden können. Man merkt vielleicht nachher lediglich, dass einige Zeit verstrichen ist und dass man sich an nichts erinnern kann. Solche dissozierten Erfahrungen, Klammer auf, oder Episoden innerhalb einer Erfahrung, Klammer zu, sind nicht unbedingt von Angstgefühlen begleitet und werden möglicherweise nicht als Bad Trips beschrieben. Es kann sein, dass gar keine Gefühle vorhanden sind oder die Person berichtet, dass sie sich ruhig oder sogar angenehm fühlt. Andere Beobachter beschreiben möglicherweise seltsame Verbalisierungen oder Laute, sowie ungewöhnliche Körperhaltungen oder Bewegungen, an die sich die Person überhaupt nicht erinnert. Körperliche und stimmliche dissoziative Reaktionen dieser Art können für andere alarmierend sein, obwohl die Betroffenen selbst in diesem Moment oder danach weder Unbehagen noch Bedrängnis schildern. Hier nun einige Beispiele für dissoziative Erfahrungen, entnommen aus den Berichten über 5-Meo-DMT, Versuche in Schulgens Tikal, The Continuation. Ich war weder in meinem Körper noch in der Zeit anwesend. Mein Bewusstsein war vollständig, ohne Bezugsrahmen. Eine Unfähigkeit zum Urteilen in jeder Hinsicht, mit jeder Methode des Geistes. Klammer auf, 15 Milligramm geraucht, Klammer zu. Es gab keine Distanz, keine Möglichkeit, die Erfahrung zu untersuchen. Ich habe nur sehr wenige Erinnerungen an den Zustand selbst. Keine Erinnerung daran, ob meine Augen offen oder geschlossen waren. Klammer auf, 25 Milligramm geraucht, Klammer zu. Unmittelbar danach, Klammer auf, nach 30 Milligramm geraucht, Klammer zu, fand ich mich zusammengekauert in embryonaler Haltung mit geschlossenen Augen auf meinem Bett. Und in meinem Kopf schrie es, Scheiße, du hast dich selbst umgebracht. Ich wiederholte dieses ein paar Mal in höchster Todesangst. Ich konnte nichts mehr sehen. Ich konzentrierte mich auf meine Atmung und das half mir zu überleben, Klammer auf, mental, Klammer zu. Als nächstes erinnere ich mich daran, dass ich eine CD in die Stereoanlage einlegte. Zu meiner Überraschung waren 40 Minuten vergangen, die in meiner Erinnerung bloß einige Sekunden dauerten. Die Schulgens bezeichneten in ihrem Kompendium über psychoaktive Tryptamine 6 bis 20 Milligramm als den allgemeinen Dosisbereich für eine 5-Meo-DMT-Einnahme durch Rauchen oder Verdampfen. Im Vergleich dazu wird die allgemein wirksame Dosis beim Rauchen von DMT mit 60 bis 100 Milligramm angegeben. Ähnliche Dosierungen werden auch in der Psychedelische Chemie von Daniel Traxel 2000 angegeben. Dies bedeutet, dass 5-Meo-DMT 8 bis 10 Mal potenter ist als das einfache Molekül DMT, obwohl beide die gleiche Intensität und Tiefe der Erfahrung erreichen können, das heißt vergleichbar wirksam sind. Sie stellen keine Daten über die Einnahme über das Schnupfen der gereinigten synthetischen Pulvers zur Verfügung. Zur Beurteilung und zur Kommunikation bei der Forschung an Menschen mit diesen und anderen psychoaktiven Substanzen schlage ich vor, dass die zentralen Dosierungsangaben folgende sein sollten. ED50, die Schwellendosis, bei der psychoaktive Effekte bei ca. der Hälfte der Probanden beobachtet werden oder bei der Hälfte aller Versuche, und DD50, die Dosis, bei der etwa bei der Hälfte aller Versuchspersonen oder bei der Hälfte der Erfahrungen bis zu einem gewissen Grad Dissoziationen auftreten.
Aus den veröffentlichten Daten in Shulgins Tikal und im Internet sowie aus meinen eigenen Beobachtungen in Forschungskreisen des Untergrundes schätze ich, dass die ED50 von gerauchten oder inhalierten 5-Meo-DMT bei 5 Milligramm liegt und die DD50 bei 15 Milligramm. Die vergleichbaren Zahlen für DMT aus Shulgins und meinen Beobachtungen liegen bei 50 bis 60 Milligramm für die ED50 und bei 100 Milligramm bis 150 Milligramm für den DD50-Wert. Diese Zahlen korrespondieren mit den Schätzungen für die Dosierung des Giftes von Bufo alvarius in dem oben zitierten Artikel von Wade Davis und Andrew Weil und zeigen somit, dass 5-Meo-DMT ungefähr 10-mal potenter ist als das einfachere Molekül DMT. Dies bestätigt die allgemeine Beobachtung, dass es 3 oder 4 Züge braucht, um DMT bis zu einem wirksamen Dosisspiegel einzunehmen, während die effektive Dosis von 5-Meo-DMT in einem Atemzug inhaliert werden kann. Diese Dosisbandbreiten sind ebenso durch die oben aus Tikal zitierten dissoziativen Reaktionen bestätigt, die unter 5-Meo-DMT bei Dosierung von 15 Milligramm oder höher auftraten.